Ich habe gemerkt, dass wir weg sind. Das war aber keiner der beiden Katzen schuld. Das war keine Katze, das war jetzt irgendwie einfach die Verbindung, die weg war. Ich lese nur gerade hier, es tut sich was. Da ist er ja wieder. Keine Ahnung, irgendwie war die Verbindung gerade weg. Wieso ist das, wenn man kein Businesskunde ist bei den ganzen Internetanbietern, ne? Außerdem, das war nicht zweimal kurz hintereinander den Shortcut. Der hat einmal den Shortcut gedrückt und damit den Stream beendet. Der Gizmo. Es war nicht die Katze, das war jetzt einfach der Router. Der hat einfach die Verbindung verloren. Da war auf einmal das Internet weg. Wirklich, von jetzt auf gleich. So, diesmal habe ich es aber wirklich gemerkt und extra Stopp gemacht. I will cut you down! Wäre mir nämlich sehr neu, wenn das die Katze jetzt geschafft hätte. Was habt ihr denn so schönes gemacht, der jetzt wäre nicht weg, weil die 2 Minuten. Oder 3. So, ich glaube, ich habe Lust auf eine Schüssel Cornflakes. Also, warte, ich hole mir noch ein bisschen Cornflakes. Gechattet. Oh, warte mal. So, dann bin ich wieder. Oder auch nicht. Was treibt denn da? Ja, ich wollte mir gerade eine Schüssel Cornflakes holen. Aber ich glaube, ich habe meine Milch beleidigt, denn die waren ein bisschen wütend. Oder anders gesagt, sauer. Ich muss ihm jetzt gerade mal den Mund ausspülen und ja. Da bin ich wieder. Thema Angriff, Alter. Rise. Ich hab nicht viel gegessen. An interesting dilemma. So alt war die, glaube ich, gar nicht. Genau, Alter, weiß ich nicht. Burn.
Ja, ist auch zum Glück nur ein halber Liter oder so. Von daher ging das eigentlich. What is the logical course of action? My focus is unparalleled. What awaits you, I wonder? Bitte was? Zweimal hintereinander? Haben die den Apo offen? Zweimal das Flüstern des Todes. Ich glaube, es hackt. Ja, dass Neo Luna weg ist. Das sah jetzt ziemlich kritisch aus. Weil ich fürchte, der Apo hat dafür gesorgt, dass einige Leute jetzt weg sind. Erzgrill. Da steht Kaya direkt schon wieder. Hello there. Wurde gestohlen. Aber wir gönnen uns mal eine teure Nacht. Oh ja. Ein Gasthaus. Warte mal. Bevor der Firma verschwindet, kaufen wir uns mal den teuren und den Mist. Ja. Viel wertet er nicht. Okay. So, und der Gelapino. Gelapino. Der wollte hier von der Klippe stürzen. Wir haben hier so eine niegelnagelneue Idee gebracht. Was er stattdessen machen kann mit seinem Geld. Und deswegen ist er uns zu Dank verpflichtet. So, also das ist das Stream abgeschmiert ist, unmittelbar nachdem hier der Support reinkommt. Tut mir natürlich mega leid. Und dadurch dürfte sich ja leider auch die Verbindung jetzt getrennt haben. Ne? Müssen wir kurz in die Einstellung. Weil ich würde gerne was wissen. Das Schutz vor Verbindungsfehler. Verbessere die Zuschauererfahrung des Streams, indem du im Falle einer getrennten Verbindung ein Backup deines Streams lädst. Wenn dein primärer Stream fehlt, kannst du automatisch 90 Sekunden lang ein temporäres Bild für den Zuschauer einblenden. Ich glaube, ich aktiviere das mal. Weil das ist das zweite Mal. Weiß ich gar nicht. Naja. Kriegen wir schon irgendwie hin. Ist ja zum Glück nichts passiert, außer dass der Stream sich resettet hat. Wir sind gerade mal seit 7 Minuten streamen. Also bitte, was sind denn schon 7? Kiste. Röstender Staub. Was es damit auf sich hat, erleben wir nachher in der Geschichte von Alphen. So, jetzt haben wir auch Stromford als nächstes als Ziel. Und dann kommt das Finale von Ophelia. Let us fight with Ich glaube, ich lasse ausnahmsweise meinen Kampf aus. Wir haben jetzt echt keinen Grund, jetzt noch irgendwie Level zu farmen aktuell. Schlechte Gewissen holt uns nachher ein. Let us fight with honor. Ein Moment der Unachtsamkeit bei den Gegnern führt dazu, dass wir es vernichten können. Ist hier auch noch irgendjemand jetzt da oder sind es alle weg?
Können nicht verstehen, weil, wie gesagt, die Verbindung war auf einmal weg. Aber ich würde den Stream jetzt nicht so arg beenden, tatsächlich. Was nehmen wir mit Stressor? Sammeln lohnt sich gar nicht. Auch nicht. Ein Tanzen ehren kann keiner verwehren. Leider nicht passiert. Schade. Reicht das? Leider nein, leider gar nicht. Da müssen wir nochmal draufhauen. Das reicht super. You should have studied harder. So, bitte einmal Richtung Stromford. Jawoll. Nördlicher Stromford-Übergang. Wir sehen unten links etwas, was ich schon mal geleakt hatte mit dem anderen Account. Das wird uns noch Kopfzerbrechen bereiten. Ich wollte schon wieder die Nachricht vorlesen von Seth, die er geschrieben hat zuletzt. Aber die hatten wir ja schon gelesen. Herr der Fliegen. Ja, ich habe noch so einen komischen Geschmack im Mund. Finde ich jetzt gar nicht so gut. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin zu leise. Große Motorradtour. Mit wem fährst du denn alles? Wo geht's hin? Wer fährt mit? Und wann bin ich hier oder wann fahren wir hier wieder? Weil ich bin tatsächlich gestern. Ja, doch, gestern noch ein bisschen Motorrad gefahren mit meiner Schwester. Wie man auf Instagram sehen konnte. Sie hat ja mal eine Story hochgeladen, aber ich glaube, die Fotos sind schon wieder weg. So kurz vom Speicherpunkt, das hat er gemeint. So, versuchen wir mit dem Bogen. Sehr gut. Wobei er war ein bisschen verschwendet jetzt mit dem Moped fahren aus dem Verein, ein paar von dem Motorrad fahren, geht nach Bayern am Mittwoch bis Sonntag. Ui, hast du da freigenommen? Ja, mit Dino. Here I go. Na gut, du weißt ja, wie ich aussehe. Die anderen aber nicht. Aber Anton schrieb schon über Discord. Nette Instagram-Story. Victory shall be mine. Nur sehe ich halt keine mehr, weil die ist ja schon weg, wie es aussieht. I will cut you down. Was können wir noch machen? Passatsturm. Bin ich irgendwie leiser als vorhin? Kann das sein? Oh gut, das ist ein bisschen leiser. Schwester, jetzt ist hier langsam etwas gutes Wetter dafür. Ja.
Ich habe mir die Lautstärke etwas reduziert. Ist das noch okay? Ist das hier? Ich hoffe zumindest, ja. Weil wenn das so mit den Cates wie vorhin weitergeht, dann könnten wir bei Vinhild. Nur Mathe, hab mich dafür selbst entschuldigt. Achso. So läuft der Hase also. Oh, ich hab schon wieder den Müll am Baum geschmissen. Ich komme gerade nicht drauf. Hat jetzt so ein Fach zum Pinnen. Okay. Ich hätte das halt nicht alles vergisst irgendwann. Ich musste gerade leider ein kleines bisschen mit Gizmo meckern. Hab ich wieder in den Müllmann geschmissen. Now, what next? Aber warum machen Katzen das so häufig? Bitte nur einmal, ich verstehe das nicht. Da ist ja nichts drin. Alles, was das Katzenzeug angeht, ist ja meistens gelber Müll. Kann also auch doppelt angreifen. Langsam wird es mit dem Leben ein bisschen kritisch. So, warte mal. Extra Schlange. Meistens sehr effektiv. Machen wir mal kurz hier den Gelehrten einfach. So, ich kann mir ja denken, was da jetzt kommt. Deswegen machen wir mal kurz, was da. Ja, siehst du, da kommt schon. Ah, da fehlt was. Sephilon. Oder war es wieder extra Entler getrunken ab? Das finde ich ist ein bisschen gemein. Oh boy. Da haben wir ja einen doppelten, hast du einen doppelten Löffel gelegt, oder? Aber wenn du sagst, das lohnt sich nicht, dann sind die viele da, meinst du? Julia sagt, sie ist nicht für solche Kämpfe geboren. Na dann.
noch ein Geheimweg. So, weil hier unten links verbirgt sich nämlich der letzte der vier Extragötter. Die man also herausfordern muss. Achso, da geht's noch. Oh Mann, ey. Manchmal könnte man den Kater echt in die Wand klatschen, ne? Ein blauer Stier. Fällt ja richtig auf. Der Blaubulle. Gucken wir mal, ob er Feuer mag. Brauchst du was, Gizmo? Spielt sich von der Katze unter Tischen ist doch was Schönes. Wir haben den Blaubullen verpasst. Was? Dann betäuben wir erstmal die Schlangen. Dann können wir uns auf den Blaubullen konzentrieren. So, Totalhieb, zack. Was machen wir noch? Feuersturm. Das sieht gut aus. Und wir sollten ein bisschen auf die Leben achten. Könnten wir gleich dem Ohr übergehen. Ich meine, das sind ja noch unspektakuläre Kämpfe so auf dem Weg. Ne? Die Endbosse sind etwas besonders Highlight-mäßiger angeht hier. Und halt die Zwischenbosse. Was hat er denn für eine zweite Schwäche? Meinst du, die kommen auf die zweite Schwäche von dem? Bald haben wir alles durch. Na. Es ist Licht. Hätte ich jetzt Licht erwartet. Jetzt gehen wir mal einen Tanz der Anmut. Er verwirrt einen Anmut. Er hätte schon bekommen können, tatsächlich. Stop. Dann sind die auch aus. Erstmal Butter bei die Fische. Wo ist denn der Geheimweg? Ja, ich weiß, es ist geheim. War das hier bei der Fackel? Ah, nochmal ein Blaubulle und Flachland. Der Flussfrockkönig, okay. Gehen wir irgendwie jetzt hin, die zu brechen. Blaubullen auf jeden Fall. Ja, mit den Kandidaten wird schwierig. Eis, Eis, Baby. Eis, Eis. I'll do my best. Für die, die nicht genug kriegen, haben wir noch mehr.
So, das hat jetzt ordentlich Schaden verursacht. Das ist gut. Thank you. Ich finde es interessant, dass wir jetzt in letzter Zeit öfter Streams hatten, wo auch andere mitgemacht haben. Das ist, glaube ich, jetzt der erste Stream wieder seit längerem, wo ich allein unterwegs bin. Da ist das in dem Moment, wo ich schweige, ziemlich ruhig hier. So, was haben wir noch? Nicht ausreichend. Battle is true. I am playing it. With Halleluja. I grow strong. Geht doch. Ah ja. Schreiende Kriegsbringerin. So eine Sau ist das hier. Von allen 4 Bonusgöttern, die man herausfordern kann, ist dieser hier der schlimmste. Ich weiß nicht, welches echt das beste Team ist, das man zusammenstellen kann, um dagegen anzutreten. Aber Fakt ist, Ulbrich und Elfin sollten sein. Oder generell ein Heiler auf jeden Fall und Olbrich. Das ist flach und Flussform. Ne, beides für Flüsse. Da mögen beide kein Eis. Oh. Muss meine Aussage revidieren, die mögen das Eis doch. I will cut you. Ja, nicht gut. 3 von 4 schlafen. Natürlich. Victory shall be mine. I will cut you down. So. Wir sind alle wenigstens wieder wach. Sehr gut. Was zur Hölle? Ja, manchmal hauen die Gegner aber richtig auf die Kacke. Ach du Schande. Das ist die nächste, die fast tot ist. Ja, schon ein bisschen besser jetzt. I will cut you down. Ich muss hier mal langsam ein bisschen dezimieren, das ist aber ein Problem. Nehmen wir mal Dunkelheit. Jawoll! Reicht sogar für alle 3. So, das mit Aufdecken mit den Karten. Denke, das dauert länger als gedacht. Aber da ist Stromfurt endlich. Klingt schon ziemlich bedrückend, die Melodie. Good day. Hebe sonst Zoll, aber diesmal lasse ich euch so durch. Come on! Ich warte, bevor ich es mir auslege und sag's keinem. Diese Stromfurt, ich würde euch willkommen heißen, aber wenn ihr nichts zu suchen habt, seid ihr es nicht. Weiter Haufen. Oh Mann, ey. Here we go. Unsichtbarer Säbel. Gut. Sogar gefeilscht. Noch besser. Aber wenn das so funktioniert. Ah, das Schild ist nicht so gut. Unsichtbare Säbel senkt zwar das Tempo etwas, aber erhöht das Ausweichen wiederum. Und verwirrt das hier gelegentlich. Sehr gut. Dreifältigkeitsschwert.
Aber wir optimieren mal generell. Okay, da ist nichts getan. Gideons Dolch bleibt auch. Okay, haben wir schon fast das Bestmögliche ausgerüstet. Cool. Saludos. Hallo. Atomics, sprichst du auch andere Sprachen? Also primär spreche ich tatsächlich Deutsch. Englisch geht aber auch. Bedingt. Hört sich laut einigen nur sehr deutsch an. Na? Hier ist das Gasthaus. Ein bisschen verpeilt. 102 ist teuer. Also, ihr wolltet Leismühl sehen. Dann werden wir nach Leismühl gehen. Starten das Finale von Ophelias Kapitel. Folgst mir an und der Gut nach Leismühl, wo dich der Heiland erwartet. Auch hier ziemlich bedrückende Stimmung. Was bisher geschah? Nachdem sie auch ihre Pflichten in Goldstade versehen hatte, musste Ophelia nur noch die Gut nach Flammholz zurückbringen. Aber bevor sie das tun konnte, tauchte Liana vor ihr auf. Ophelias Schwester war gekommen, um ihr vom Tod des Vaters zu berichten. Als sie ihre verzweifelte Schwester trösten wollte, wurde sie jedoch verraten und man stahl ihr die Glut. Könnt ihr wirklich meinen Vater zurückbringen? Ihr seid euch ganz sicher. Als sie aus der Ohnmacht erwachte, hörte Ophelia diese Worte. Mit wem sprach Liana? Wer hat ihr diese Lügen eingeflüstert? Ophelia kam nach Leismühl entschlossen, diese Tragödie ein Ende zu setzen. Bevor sie alles verliert, was ihr an Familie noch bleibt. Entschuldigung, darf ich fragen? Meine Kreatur in der heiligen Flamme? Ich bin so ziemlich in Eile, fürchte ich. Atze. Habt ihr vielleicht einen Moment Zeit? Ich muss das Land bestellen, ein andermal. Why? Der von der Kirche, hm? Die heilige Flamme? Yes. Ja, ich bin Schwester Ophelia, wenn ihr euch nur kurz stören dürfte. Ich bin doch ein Mann, den man den Heiland nennt. Da bin ich überfragt. What? Wirklich? Wir sind friedliches Bauerndorf, wir haben hier keine Probleme. Zumindest keiner, bei dem wir eure Hilfe bräuchten. Wenn ihr so daran denkt, für uns beten zu wollen, geht lieber woanders hin. Right. Ich verstehe. Meine Schwester konnte den Eindruck haben, ihr nicht erwünscht zu sein. Am besten forsche ich weiter. Ein zutiefst frommer Mann. Information keine. Fürchte. Hier werden wir nichts Neues erfahren. Also, Diamantharter Schild. Das hier, das Ausweichen erhöht aber die Verteidigung massiv. Wir könnten noch von einer guten Verteidigung profitieren. Ah, Tressa hat sehr, sehr wenig. Ich komme mit Mühen gerade mal an die anderen ran jetzt. Aber
was haben wir noch einmal? Reinigen Staub. Teuer. Sevi ist raus für heute. Schon um die Uhrzeit. Jetzt im Finale von Kapitel 4. Oh, oh je. Gute Nacht an alle, die da sind. Scheiße, ach bitte, seid doch von der Kirche. Ihr müsst mir helfen. Was ist denn los? Mein Kind, mein Junge, er ist plötzlich krank geworden. Bitte, ihr müsst helfen. Goodness. Ich verstehe, ich werde alles tun, was in meiner Macht steht. Bitte bring mich zu ihm. Thank you so much. Hm. Na, das fühlt sich nicht gut an gerade. Wo bitte ist denn nun das Kind? That's right. Ich habe die Klerikerin mitgebracht, Bruder. I am most grateful. Und das hast du gut gemacht. Der Heiler wird erfreut sein. What? Wie bitte? Tristo, Ophelia, es ist nicht klug, Fremden zu viel Vertrauen zu schenken. Denn es gibt viele in dieser Welt, die begierig darauf sind, andere zu betrügen. Der Heiland hat eure Ankunft vorhergesagt. Er sagt, eine Klerikerin werde kommen, um die Glut zu suchen. Er erklärte, in Wahrheit sei sie eine Hexe. Mächtig genug, um Herzen verzaubern zu können. Und dass wir sie fangen sollen, bevor sie unser Dorf ins Verderben stürzt. Ja, eine Hexe? Einen Moment, lass mich mal was erklären. Autsch. Wo bin ich? Nenn dich schwach, Schwester Ophelia. Moment mal, ihr seid doch... Meister Matthias? Aber ihr könnt doch nicht. Aber ich bin es. Ich nehme es nicht mehr nötig, in die Wahrheit vor euch zu verbergen. Ich bin es, den diese Leute hier Heiland nennen. Ihr hört also derjenige, der Lian dazu gebracht hat, die gut zu stehlen. Yes. Ja, auch das war ich. What? Aber warum? Warum tut ausgerechnet ihr so etwas? If I might. Vor langer Zeit holten die Götter das Feuer vom Himmel auf die Erde, um einen der ihren wegzusperren. Daraus wurde die heilige Flamme, die heute im ganzen Land verehrt wird. Aufgrund ihrer Stellung in der Kirche gehe ich davon aus, dass euch die Geschichte unserer Welt wohl vertraut ist. Aber ich sollte euch fragen, was geschehe, wenn die heilige Flamme ihre Macht verlieren, noch schwächelnd flackern würde? Ihr habt doch nicht vor, den gefallenen Gott zu befreien. Oh, aber nicht doch. So töricht bin ich nicht. Auch selbst in seinem Gefängnis besitzt Galdera noch große Macht. Macht, die ihr gnädigerweise mit mir teilt. Wächst die, so wächst auch die meine. You must stop. Aber es ist eine verbotene Macht, deshalb haben die 12 Götter Galdera bis in alle Ewigkeit weggesperrt. Diese Macht ist nicht für Menschenhand gedacht. Das habt ihr nicht zu entscheiden. Wenn die Macht existiert, um ergriffen zu werden, dann existiert sie auch, um benutzt zu werden. You're wrong. Ihr seid abscheulich. Oh. Und wenn nicht alle gleich, Schwester, seht euch doch nur diese armen Dorfbewohner an. Als die Krankheit grassierte und die Verzweiflung groß war, mussten nicht nur ein paar von ihnen retten. Und schon waren sie ganz erpicht darauf, mich Heiland zu nennen. Ihr habt sie gerettet? Yes. Als treuer Diener Galderas kann ich einen Teil seines immensen Macht nutzen. Und selbst das ist nur ein Bruchteil eines Bruchteils in der Gefangenschaft. Sind die Kräfte des Meisters nicht mehr ganz so groß wie einst? Auch mit Schwester Lianas Hilfe werde ich hier die Fesseln lockern. Liana. Liana ist hier? Natürlich, sie ist meine loyale Vestalin. What? Vestalin?
Jetzt muss ich aber leider gehen. Ich habe noch einige Vorbereitungen zu treffen. Keine Angst, Schwester. Solange ihr euch mir nicht widersetzt, werde ich euch nichts alleine tun. Immerhin brauche ich vielleicht einen Ersatz für Liana, falls etwas schief gehen sollte. Moment, was? Wir sind hier noch nicht fertig. Oh je, die Plot-Twist. Wir sind soweit vollgeheilt, dann machen wir mal abwarten und sehen, was passiert. Ophelia? That voice. Liana? Shh, not so loud. I'm sorry, Ophelia. I'll get you out of here. But, Liana, why? I'm sorry, Feely. I did it for my father. He's gone. He left us forever. But the Savior promised me he can bring Father back. All I need to do is act as his vestal. Listen to yourself, Liana. This is madness you speak. What? How could you say such a thing? Do you not even care that Father is gone? Liana? All those days we spent together, you and me and Father, dining together, talking together, laughing together. We'll never know that happiness again. Don't you even care? I do care, but that doesn't mean you can bring back the departed. I can't believe you, Ophelia. Were you always this cruel-hearted? Listen to me, Liana. Of course I wish His Excellency were still alive. But those who pass through the gate to the afterworld are never to return. And if you let that man use this forbidden power, there's no telling what horrors might be unleashed. I won't give up. Father is coming back. I'll see to that. When he's back, we can all be a family again, just like before. I'll leave the door unlocked. Please, get away from this place before anyone finds you. And just leave the rest to me, okay? Liana! Ja, die Geschichte spitzt sich zu. Reisige Blick. So still hier. Ja, sorry, ich muss ab und zu mal wegen Katzen die Schnauze halten. Also bei die beiden Damen. Ophelia. Lina weiß nicht, was sie tut. Sie hat sich von Matthias Lügen täuschen lassen. Natürlich möchte ich ihr glauben, aber... Wenn die Zeiten hart sind, verlieren die Menschen gerne das Wichtige aus dem Blick. Sie wissen nicht, was sie tun sollen, an wen oder was sie sich wenden sollen. Aber dafür hat man Freunde. Freunde, die die Hand ausstrecken, einem aus dem Schlamassel retten und einen daran erinnern, was wirklich zählt. Liana ist eure Freundin, nicht wahr? Dann müsst ihr für sie stark sein. Streckt eure Hand aus und holt sie wieder auf den rechten Weg. Ihr habt recht, Trissa, danke. Jederzeit wieder. Ich bin immer da, wenn ihr mich braucht. Angenehm. Okay. Nichts, aber ich denke mal, hier unten geht's weiter. Okay, wir müssen doch erst nach links.
Von ihr hat sich zu den Lehren des Heilens bekannt. Sie hat angeblich dem Asphestalien zu dienen. Gut! Endlich, wenn sich alle unsere Wünsche erfüllen. Der Matthias hat diese Leute überzeugt, die glauben ihm jedes Wort. Aber was meint sie denn überhaupt Wünsche? Oh. Aber trotzdem war es richtig, was wir den armen Mädchen angetan haben? Eine klärende Kirche anzugreifen und dann auch noch die Flammenträgerin. Das kommt mir irgendwie falsch vor. Boah. Wann hat denn jemals das Vertrauen in die Flammen jemanden gerettet? Nur der Heiland verdient unseren Glauben. Just so. Verdammt richtig, der Heiland hat uns vor der Seuche gerettet. Wenn wir seinen Worten folgen, werden wir erlöst werden. Hi. Hört, hört. Oh. Ich schätze, da hast du recht. Komm schon, der Heiland hat gesagt, wir sollen zur Höhle. Wir sollen zur Höhle vor der Stadt kommen. Wir sollten ihn nicht warten lassen. Total unauffällig. Ich möchte sie endlich holen. Eine Höhle. Dorthin müssen Matthias und Lina auch sein. Das Headset-Kabel wird immer länger. Wie meinst du das? Wollt ihr etwas sorgen, Robin? Das schon seit einiger Zeit. Was denn? Es ist es ja. Ich kann es nicht genau sagen. Aber die Erfahrung lehrt mich, diesem Gefühl zu vertrauen. Mehr als einmal in Folge darauf ein Wunder oder Unglück. Vergebt mir, ihr solltet euch helfen, nicht eure Sorgen vermehren. Aber ihr müsst euch nicht entschuldigen. Das Gefühl könnte etwas mit Lena zu tun haben. In der Tat, wir sollten uns beeilen. Ich halte durch, Lena, wir kommen. 7000. Now then. Also gehen wir in die Höhlen. Ich frage mich, wie alt sie wohl sein mögen. Nicht Zeit für archäologische Studien, Professor. Ja, ihr habt recht, Priorität hat nun Lena zu retten. Höhlen können jedoch eine Antwort auf unsere Fragen werden. Warum hat sich Matthias gerade für dieses Dorf entschieden? Ich dachte, ich überskippe das gerade mal. Wir denken nämlich jetzt, dass es diese Höhle sein muss. Wollen wir uns auch erkundigen? Also tiefst vorne ältere Frau. Wow. Ebenholzgrotte. Hier geht's also zum Finale. Dem ersten Finale in diesem Spiel. Ja, ich gebe zu, ich bin tatsächlich relativ langsam, was Gameplay angeht. Hätten wir bisher auch für Open for business. Zwei Dunkelheitselemente, finde ich gut. Here I go. 89% stehen. Sehr gut. Weiß ich vor dem Zeichenwettbewerb. Aber weiß ich nicht. Ich werde es auch öfter erwähnen. Ab morgen, ab dem 1. startet ein Zeichnerwettbewerb. Wo ihr neue Emote zeichnen könnt. Die werden über Frankers Face hochladen. Andererseits hat das Talent oder hier der Zeichenwettbewerb auch damit zu tun, zu gucken, ob generell sowas euer Ding ist. Wenn wir mal solche Wettbewerbe machen. Dann kann man das später vielleicht wiederholen. Mit Preisen? Vielleicht auch nicht. Und auf an, wie sehr sich das bewährt. Im Grunde sich alles an Emotes zeichnen. Was ihr so gerade euch vorstellt. Oh, die Federmaus ist verwirrt. Genial. I'll do my best. So, erstmal ist wichtig, stehlen. I'm so sorry. Diese Steine sind sehr wertvoll.
Andererseits sehr teuer. Ne, Gizmo? Genau, ein kleiner teurer Mann, ne? I'll not be defeated. So, hier. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt den Sack zumachen soll. So, gucken, was. Ah, ich muss langsam den Sack zu machen, tatsächlich. Thank you. 1, 2, 3, 2. Na, Orbrick schläft auch noch, sehr schön. Und wenn ich hier in die Runde reinging, in die Höhle, wo auf komplett Vollgehalt waren. Nach dem ersten Kampf schon fast. Und das macht mir ein bisschen Sorge. Pflaumen waren jetzt etwas verschwindet. Ebenholzgrotte also. Und jetzt halt in zwei Bereiche. Ah. Neue Gegner. Eiferer 1. 1, 1. Dreimal den gleichen. Na, großer Feuerseelenstein, nicht gut. Es sei denn, man kann mit dem Mausiskali bereits von mir teilnehmen. Aber das geht bis Ende des Monats. Für jeden Freitag zu nehmen. Das geht erstmal, um zu gucken, ob das gut ankommt. What is the logical course of action? The battle is truly joyous. So, wie sieht's aus mit der Axt? Auch gut. Here I go. Sehr gut, dann haben wir alle Schwächen durch. I will cut you down. Wollen wir mal gucken, dass wir wieder klauen von denen. Was haben die denn? I'm so sorry. Monsterparfüm. Da oben stehen sogar ganz gut. Er legt erstmal seinen Fokus, wie es aussieht. What to do? I'm so sorry. Und dann kann ich noch 10 Minuten, dann kommt die Öffnung für 2 in Kraft. Dankeschön für den Bit, Kaki. Öffnungsstufe 2. Steht da leider Gottes ein bisschen auf dem Schlauch. Was genau heißt das denn? Ab dem 2.6. Ja, nochmal 3 einfacher. So, machen wir auf 4 mal schneller. Aber der große Feuerseelenstein, der ist böse. Mächtig böse. So, ein bisschen aufpassen müssen wir auf unser Leben. Ja gut, die Frage, die ich jetzt gedacht ist, dachte ich die eigentlich, was anders ist als jetzt. I will cut you down. Let's do this. So, was haben wir denn noch Schönes? Was hast du? So, ich hätte gern. I will cut you down. Das stärkeren diesmal. I'll do my best. May the
Tunissen. So, ja, dann ist das so. Ist ja okay, ist ja keine Pflichtveranstaltung. Auch mal Skali. Ich muss nämlich das Dresser verstecken. Irgendein Hund fällt gerade, mein Kater sitzt auf der Fensterbank. Könnte Zusammenhang sein. So, ein Haarabwehrschleier. So, sammeln. 300%, sehr schön. So, kann ich jetzt immer noch? Ja, kann ich. Ah, einer ist sogar verwirrt. Das finde ich sehr gut. Unvergleichlicher Feuerseelenstein. Ey, es hört auf. Wo skillt er mich noch? Er hat seinen Kameraden verletzt. So, das kriegen wir hin und... Werde ich es hier glaube. Auf die Kisten muss man meistens irgendwelche Wege laufen. Hä? Ah, ich hab den Weg gerade gesehen, da fängt rechts an. Eiferer der Stufe 2 oder 3? Ja, ich glaube eher, das sind die Zweier. Jawohl, sieht gut aus. Heilung wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, wa? Etwas Heilung wäre nicht schlecht. Da bietet sich Ophelia ganz genug an. I will cut you down. So, ich weiß ja nicht, was die jetzt gerade für uns zur Verfügung stellen. Ich glaube, man sagt dafür nicht. Aber irgendwie möchte ich die doch bestehlen. Naja, so nicht. So, Lumineszenz, ganz wichtig. Now then. I will cut you down. Na, der oben hat aber ganz schön Glück, ne, dass er noch zwei Schilder hat. Lady Grace smiles upon us. What to do? So. Neue Runde, neues Glück. Erstmal spielen. Oder gleich sammeln. Nein, das war der falsche Angriff, verdammt. Ich glaube, der hätte noch Geld gehabt für uns. Barrier. Was zur Hölle war das jetzt? Das war ja mal mehr als knapp. Zwei auf einmal tot und dann den dritten?
Ach du Schande. Dann machen wir doch Feierabend hier. Dem Geld zuliebe ist mir das nicht wert, jetzt hier zu verlieren. So, Inventar, anregende Pflaumen. Hier bei der Flamme ist der Weg. So, Marmelade ist eines der wichtigsten Dinge. Jetzt haben wir eine Stufe 1 und 2. Aber die Schwächen sind zum Glück identisch. Das macht es einfacher. Einmal Fokus. Einmal Angriff. So, dann müssen wir mit Allbreak mal jetzt richtig reinhauen gleich. So, das dürfte sie schon gut angeschwächt haben jetzt. So, krieg auch uns dann Talhut nochmal. So, 1416. Dies Jahr wäre es schon nicht wert gewesen. Aber kann es denn, dass die Alus nicht funktionieren, alle? Ein Bit habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen. Jetzt zur Schaden. Aber Moment, sehe ich da gerade was? Das wird hier angezeigt im Stream. Da Moment, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Muss man gerade was prüfen. Sorry. Jetzt während des Streams ist. Der Link ist aber der gleiche. Sind ein bisschen Kuchen gezeigt werden. Ja, das ist etwas, was ich überlege zu machen. Aber warum werden die Subs und Kuchen nicht angezeigt? Dankeschön fürs Klopfen, aber. Irgendwie will das nicht, wie ich das gerade hätte. Der Chat wird aber eingeblendet. Das ist das Komische gerade. Der Chat gehört nämlich zur gleichen Box und was. Andernfalls müsste ich mal hier die Szene wechseln. Ich mach das mal. Weil da noch ein kleines Bild. Gato. Warum irgendwas stimmt hier auch nicht bei der Präsentation durch die Wii. Durch die Switch. Sorry. Bild ist abgeschnitten irgendwie, ne? Oh, da erinnert sich nichts. Da erinnert sich nichts. Naja, hier passt es wenigstens. Ja, Lumineszenz macht, glaube ich, jetzt gerade keinen Sinn. Ja. Ausgerechnet Schwester gerade. Lebendiges Opfer.
So, alle wiederbeleben. Wollen wir die jetzt alle platt machen? Na dann. Je schwächer die sind, desto stärker werden ihre Angriffe schon. Aber warum werden die Alus nicht angezeigt? Oder ist Tipi down? Tipi hatte ja jetzt in letzter Zeit immer wieder mal Herausforderungen. Normalerweise sollte das alles angezeigt werden, was hier passiert. Die Giftsubs haben ja vorhin funktioniert. Open for business. Ich hab sie nicht geheilt. Bring about a miracle of healing. What to do? Nicht gut, nicht gut. Lass mal hier was rennen. War taktisch gesehen aber die falsche Entscheidung. Und ich habe das Gefühl, ich höre mich auch anders an. Wieso beschleibe ich das Gefühl, dass irgendwas nicht in Ordnung ist gerade? Aber ich überlege gerade, wenn ich morgen erst später anfangen muss zu arbeiten, ich muss einen besseren Schlafrhythmus kriegen. Wenn ich mich jetzt langsam fertig mache und hinlege. Aber dann ist es ein Speicherpunkt. Die nächste Höhle dauert noch ein bisschen zum Bosskampf. Und das Stream ist ja ohnehin schon einmal zweigeteilt. Aus irgendeinem Grund funktioniert Tipi gerade nicht. Ich muss mal kurz Folgendes machen. Ich bind mal kurz den Boss aus. Den ich hier gerade finde. Dann versuche ich nochmal jetzt hier den Bildalarm nachzulösen. Warum auch immer das nicht angezeigt wurde. Doch, da ist es doch wieder. Victory shall be mine. Hey! Entschuldigung! Ich wisch wieder auf, versprochen. Ich muss morgen tatsächlich auch wieder um 8 wach sein. Ich hab noch was vor. Ich möchte versuchen, spontan zum Friseur zu kommen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Würde ich sagen, machen wir es gleich am Schluss. Da haben wir schon ein paar Stunden Spielzeit. Auch wenn ich es jetzt jemand anderes sagen. With each battle, I grow strong. So. Du hast beim nächsten Mal wieder vergessen, das wäre nämlich etwas bescheiden. Wenn wir in die zweite Hälfte der Höhle laufen und das ist total angeschlagen, fast tot. Dann wird aus fast tot, nämlich das tot. Ja, dann machen wir es spannend. Oder halten spannend. Nicht erschrecken. So, dann haben wir auf jeden Fall für den nächsten Stream, für den nächsten Octopus Traveler Stream, ein bisschen was zu tun. Wieso kann ich den Abspann jetzt nicht starten, bitte? Play Credits on Stream. Was ist los, Kaki? Sprich mit mir. Ich kann den Abspann gerade nicht starten. Ich kann nur den Streamkönig zurücksetzen. Alles erlaubt. War ich? Oder wer? Ich kann gerade echt nicht den Abspann starten. Ich weiß nur nicht warum.
Achso, das hast du am Ton gemacht. Ja, gut. Das kann sein. Ich kann den Abspann nicht starten, Jungs. Ich weiß nicht warum. Es tut mir gerade voll leid. Ich kann das alles gar nicht so richtig würdigen. Ein neues Layout. Das ist ein Preview. Tutorial da. Launch. Ja, warum will das jetzt nicht, ist die Frage. Dann müssen wir leider so Feierabend machen. Hier den Link einfach nochmal und pack den nochmal neu rein. Ah! Guck mal, hab's repariert. Nee, nicht RIP, hab's repariert. So, dann gucken wir mal, wen könnten wir denn raiden bzw. hosten? Cryronic. Opia Generation Org. Ich glaube, ich habe eine Idee. Machen wir mal ausnahmsweise die junge Dame dran. Es kommt gerade wieder erstmal Werbung. Kennt's? So. Ich glaube, wir hatten sie einmal geradet. Ich denke mal, die freut sich trotzdem, wenn wir kurz Hallo sagen. Am Mittwoch geht es dann weiter mit Breath of the Wild. Freue mich natürlich, wenn ihr einschalten wollt um 21:30 Uhr. Ich weiß, dass es ziemlich spät ist. Aber anders geht das leider nicht wegen der Arbeit. Würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Wir sind aktuell dabei, die DLC-Schreine abzuarbeiten. Oder generell den DLC. Bevor wir dann uns Ganon gegenüberstellen, final. 21:30 Uhr, Mittwoch. Wenn euch das so spät ist, können wir auch gerne am Donnerstag zusammen hier sitzen. Um 20 Uhr. Metroid Prime, das Finale. Ich schau mal, ob ich es nochmal irgendwie hinkriege, den fehlenden Container zu finden. Was immer es auch ist. Und wenn es immer noch zu spät ist, dann haben wir auch noch Sea of Thieves am Freitag, 18 Uhr. Oder Samstag, 18:30 Uhr, Minecraft Hardcore und Lobbybastelei. Ich danke euch für den Support in jeglicher Form. Wünsche euch viel Spaß beim Zeichnen ab heute und wir sehen uns dann gerne wieder. Fühlt euch frei und seid dabei.